Jo Leute und willkommen zu einem neuen Kampf der X-League. Also genau genommen zum Teambuilding, denn ich habe mir für dieses Teambuilding was ganz Besonderes einfallen lassen und deswegen machen wir das auch so. Ihr seht schon, ich habe hier drei Dokumente offen, denn das Team, das bauen wir jetzt erst. Ich habe mir sein Team noch nicht wirklich angeschaut. Ich wusste natürlich, woraus es besteht, aber das war's dann auch schon. Ich habe mir jetzt nichts weiter angeschaut. Wir sehen hier Mega Sherox, Victini, Kyurem Black, Milotic, Roserade, Uhafnir, Kravums, Capoeira, Zubiris, Sphir, nee hier, wie heißt das? Flunschlick und Rokara. Was mir natürlich erstmal auffällt, ist, dass er sehr viel Wallbreaking Power hat mit Kravums, Victini und Kyurem B. Er hat Momentum mit seinem Mega Sherox. Er hat Speed Control mit Uhafnir und der Rest ist eher defensiv. Gut, Roserade ist noch eher offensiv ausgelegt. Müssen wir auf jeden Fall drauf aufpassen, auf all den Stuff. Ich denke nicht, dass wir defensiv gegenhalten können. Das traue ich meinem Team nicht zu. Aber wir brauchen natürlich defensive Absicherung. Defensiv absichern können wir uns. Schauen wir mal in mein Team rein, vielleicht fällt mir da irgendwas ein. Starmie wirkt auf den ersten Blick okay. Habe ich irgendeine bessere? Ich hätte Draschel für Victini. Für QMB habe ich gar nichts. Für QMB habe ich literally nothing. Na doch, ich habe... Nein, es hat Überbrückung oder sowas ähnliches. Für QMB habe ich nichts. Für QMB habe ich gar nichts. Man könnte probieren mit Zwirrfinst, ne, Zwirrklob heißt das. Ne, Zwirrfinst ist schon richtig. Webs könnten eine Option sein, weil wir uns dann das Momentum sichern und er dann offensiv stark eingeschränkt wird. Er hat halt Mega Sherox. Er hat Mega Sherox. Also Webs hat Mega Sherox, die... Das ist viel zu reliable. Und das gibt jedes Mal seinem Victini Switch in, also wir verlieren damit was. Wird am Heat, würde ich dennoch sagen, es ist göttlich gegen. Also Victini ist nicht gut gegen mich. Wird am Heat fängt alles ab. Despot hat Pursuit Traps, sobald Recreate gedrückt hat. Draschel fängt alles ab. Victini sehe ich gar nicht unbedingt. Aber das ist ja erstmal. Also wir brauchen offensive Möglichkeiten. Könnte versuchen, wie schon ähnlich in der Hinrunde mein Plan war, dieses Mega Sherox zu lören und dann durchzubrechen. Ich sehe ja auch für Mega Scaraborn Potenzial. Ich sehe sogar recht viel Potenzial für Mega Scaraborn. Ich meine, Zubiris, dem fehlt es an Bulk, um gegenzuhalten. Wir können das ja mal kalken. Heracross. Warum ist das nicht auf so einem Mond gestellt? What the fuck? What the fuck? Oh, ihr Wallbreaker gegen ein Sableye. Are you physically defensive? Ja, hier, ihr seht. Also, Heracross ist gesetzt, würde ich sagen. Nehmen wir mit. Wie spielen wir's? Schauen wir mal auf sein Team. Wir wollen CC und Pin Missile haben. Also, wir wollen Dual Steps spielen. Naja, wir wollen Dual Steps haben. Und Bullet Seed für Milotic. CC. Dann Pin Missile. Bullet Seed. Wir können ja mal Bullet Seed gegen Milotic kalken. Milotic, IO Defensive. Wenn das Bolt 2-5-2 gespielt wird. Dann machen wir den mit Bullet Seeds. Ja, das können wir dann fast rausnehmen. Das ist wunderschön. Also wenn ihr nicht physisch defensiv spielt, können wir es dann quasi rausnehmen. Und dann brauchen wir... Da ist halt noch dieses Uhafnir am herum oxidieren. Uhafnir, Englisch. Neuwan. Are you live up? Er wird es nicht defensiv spielen. Das ist ein Two-Shot. Das switcht einmal rein und dann nie wieder. Das ist nicht das Problem. Wir könnten Rock Blast spielen. Wie viel machen wir gegen Mega Sherox?
wenn ihr es physisch bulky spielt. Ja, like this, hatte ich dran gedacht. Das ist ein Toolshot. Wenn ihr es voll physisch defensiv spielt. Das ist nicht bold. Nein, 252. Ich habe mich vertippt. 252. Jetzt haben wir es. Das ist ein safer Toolshot. Auch wenn das uns mit Bullet auf minus 1 Verteidigung. Ja, hä? Wow. Und wenn du 252. Achso, wir haben minus die Type-Wesen drin, deswegen. Und wenn es offensiv ist. Ja, das ist schon eher der Schaden. Also, es ist bedrohlich. Aber okay. Wir können alles in seinem Team Toolshotten. Wir konnten Melodic mit CC Toolshotten, ne? Melodic. Ja. Okay, das bedeutet, er hat nur Sableye. Und Sableye ist fast. Stirbt fast gegen Pin Missile. Dann können wir uns den letzten Slot noch offen lassen. Ja, dann lassen wir uns den letzten Slot noch offen. Dann hätte ich ganz gern irgendwas, was mir QMB checkt. Und da wird es nämlich schon kompliziert. Tita. Tita, stimmt. AoE Tita könnte Work machen. Oder Bandit Tita, dass wir guten Schaden drauf bekommen mit Pursuit. Kalken wir mal ein bisschen mit Tyranitar. Tyranitar. Wo ist denn Non-Mega? Bandit. Gegen QM. Black. Warlord Attacker. Es nimmt uns mit nix raus. Pursuit macht ihm über 50%. Aber wenn wir Bandit spielen, können wir keine Walks legen. Das gilt halt auch für AoE. Wir haben ansonsten nur noch auf Excadrill Walks. Excadrill wollen wir, wenn dann offensiv spielen, behaupte ich jetzt mal. Wollen wir Excadrill offensiv spielen gegen ihn? Hat das was? Hat das einen Nutzen für uns, offensives Excadrill? Ich sehe hier einen Bedroher. Also hier sehe ich den. Also auf dem Capoeira. Da sehe ich noch einen Tempo-Report, ist ja ein Techniker, dann hat es zwar kein Bedrohung mehr, aber ich sehe viele Nicht-One-Hit-KOs, also Melodic, Mega-Sherox-Tank, dann Sableye mit Prankstar Will-O-Wisp. Nee. Auch wenn es natürlich für seinen Offensiv-Core nervig ist, wenn dann Scarf. Scarf hätte was, Scarf Excadrill. Ja, Scarf, Excadrill, wenn dann Scarf. Webs wären halt wirklich gut, fällt mir auf, weil wir wollen so viel Speed Control gegen ihn haben. Lele kann auch Work machen, wobei er dieses Sherox hat, was wir halt HP feiern können. Oder Nature's Madness, wobei das nicht ganz effektiv ist. Psychic Terrain hilft uns auch. Ich würde jetzt mir ganz gern noch schnell die Kalks von AoE Tita anschauen. Gegen Standard Kyurem. Wo haben wir noch Salt West Set? Okay, haben wir nicht. Dann machen wir doch selbst schnell uns einen AoE Tita. Angenommen, wir spielen es wirklich maximal speziell defensiv. Und dann müssen wir halt den richtigen Split später noch finden. Das ist ja klar, was Salt West. Ja, wir fressen halt, wenn er Dragonclaw zum Beispiel spielt. Da ist das Problem. Also Bandit Tita ist, glaube ich, besser. Als Sandsetter nicht unbedingt geeignet in dem Match. Lede kann sogar auch einen Hit von QM tanken. Und Speedtide zumindest. Was haben wir noch so? Für QMB, für Optionen. Starmie halt. Aber Fusion Bolt und so. Rotom ist auch keine Option, weil Earth Power wird ja spielen. Ich denke aber, er spielt Mixed. Und dann hat er keinen 252. Dann hat er keinen 252, weil er Lele Speed teilen will. Er will Exodrill outspeeden. Das bedeutet, er wird nicht ganz so viel Power haben. Deswegen bin ich dafür, dass wir. Wie hat er eigentlich so seine Mons mitgenommen? Sherox nimmt er sehr gerne mit. Gerade die neuen. Victini und QM hat er jetzt oft mit. Hat er auch viel Work mitgemacht.
Sonst nimmt er gleichmäßig mit, also da lässt sich keine Tendenz erkennen, außer dass er Mega Sherox wirklich fast immer dabei hat, aber das ist auch einfach der King. Also Victini denke ich nicht. Nee, Banditita ist ja trotzdem gut, weil wir können auch diese Neuwehren trappen. Wir können Victini trappen, wenn er es denn mitnehmen sollte. Wir kriegen halt super viel Schaden auf Kyurem, beziehungsweise können es rausnehmen. Banditita ist ja einfach gut. Ja, also Tyranitar würde ich sagen, ach, ich kann nicht schreiben. Tyranitar, hier haben wir es. Choice Band, dann bräuchten wir auf jeden Fall Pursuit und Stone Edge. Vielleicht wollen wir die Rocks haben. Vielleicht wollen wir die Rocks spielen. Das überlegen wir uns am Ende nochmal. Er hat halt immer noch Mega Sharks, aber... wir wollen eigentlich auch dieses Mega Sherox überpressuren. Wie viel macht denn? Ja, wir können halt Fire Punch spielen. Never mind. Wir können einfach Fire Punch spielen. Brauche ich auch gar nicht kalken, das killt. Dann schauen wir mal. Also, wenn wir einfach überall diesem Skizzon 2-Hit androhen können, dann macht das auch nicht viel. Dann kann das nicht viel machen, außer offensiv und offensiv. Ja, Rotom ist wirklich eigentlich ein zu guter defensiver Pivot. Ich meine, ich weiß nicht, gerade wenn wir dieses Gravum senden können mit Rotom, wäre es einfach zu göttlich. Wir können Urhafnir damit super gut handeln, auch wenn der Draco Meteor natürlich trotzdem wehtut. Wir können gegen das Kyurem ein bisschen was machen. Wir fressen von diesem Victini alles. Wir sind Gott gegen Rotom Heat. Er hat noch Flunschlick als Ground-Type. Ich müsste mal kalken, ob uns Gravum 50% macht. Das wäre interessant. Rotom Heat. Special Defensive, haben wir das schon irgendwo vorinstalliert? Dann nehme ich einfach mal hier eins. Okay, das war ein Offensives, na egal. Eben Earth Power ignoriert halt Levitate. Gegen was wollte ich das Gravum? Englisch, weiß ich nicht, vielleicht genauso? Nee. Also schauen wir einfach mal. Boom Burst, Special Attack, Explode. Okay. Wie viel Base hat das? 91. Oh, das könnte sogar reichen. Ich dachte, es hätte mehr. Any Wallbreaker. Achso, wir sind noch offensiv, aber. 12. Nee. Niemals. Careful. Das wird halt wahrscheinlich auch mit Focus Blast und Setita nerven. Oder wir spielen doch AoE. Dann können wir nämlich auch mit dem Focus Blast ein bisschen. Wobei ich Tita nicht überlasten will. Das ist was für Kyurem, das sollte man jetzt nicht übertreiben. Und Gravums ist langsam. Müssen wir halt notfalls Tita Speed creepen. Wie schnell ist es? Explode 68. Oh lol, Gravums ist schneller als Tita. Oh shit, dann brauchen wir eigentlich schon was für Gravums. Ja, was soll denn das sein? Also, Excadrill kann ich doch vergessen dafür. Da kommt der Focus Blast, dann ist das weg. Das schauen wir uns, glaube ich, dann nochmal an. Ich wollte eh offensiver bauen. Und ja, mit einem offensiven Team ist Gravums nicht das Problem. Es tankt nicht so viel. Das teilt auch nicht so super tödlich aus. Lele. Ist Lele eine Option? Rotom Heat, weiß ich nicht, ob das dann, wenn das Gravum so viel macht. Ist Lele hier gut? Na, er hat halt, wenn wir HP Fire haben, nicht wirklich was dagegen. Wir müssen nochmal gegen Milotic kalken. Ach so, nein, er hat Victini, never mind. Victini ist da ja richtig gut gegen. Aber ich sehe Victini nicht unbedingt. Und wir können uns einen Shadow Ball mitnehmen. Könnte Aoe-Tini spielen. Also, wenn wir Lele mitnehmen, dann brauchen wir Rotom Heat. Oder Thrashle. Aber Rotom Heat ist, glaube ich, in dem Match besser. Und gegen erstmal Milotic. Are you defensive?
Also wenn er speziell defensiv wäre, können wir Psy-Shock fast rausnehmen. Wenn er physisch defensiv ist, können wir mit Psy-Shock. Und wenn er speziell defensiv ist, können wir dann mit Psy-Shock two-shotten. Ja, okay. Das ist ein safer Two-Shot. Nach Lefties nicht mehr ganz safe, aber ja, das ist verlässlich. Mit 97% plus, dass wir potenziell die Drops bekommen beim ersten. Ja, also, darauf kann ich mich, glaube ich, verlassen. Okay. Also, und gegen, als ob HP Fire inzwischen Standard ist. Nee, das war, glaube ich, schon, als ich schon weniger Oyo gespielt habe. Mega. Utility? Ich glaube, ich hatte letztens mit normalem Sheriff gekalkt mit meinem Herkos, aber wir sind ja eh noch im Layout. Okay, okay, okay. Das. Ja. Mit Modest können wir es, glaube ich, sogar one-shotten, oder? Weil ich, glaube ich, keinen Modest haben möchte. Ja, je nach Roll. Ne, ich glaube, Modest möchte ich hier nicht haben, aber ich kann mir mal Lele einpacken. Vielleicht nehme ich es dann nochmal raus, aber Lele macht einen sehr, sehr soliden Eindruck. Mit Psychic und mit Moonblast wird es zu Beerus und HP Fire. Und dann möchte ich eigentlich den Shadow Ball haben für Victini. Ich weiß gar nicht, ob wir das two-shotten. Ich glaube aber schon. Ich glaube, ich hatte da schon mal was gekalkt, aber schauen wir es einfach nochmal nach. Gegen Victini, by the way, Teambuilding. Ja, sehr lustig. Victini LP, war das nicht sogar mal? Ne, das war in der Liga. Okay. Victini, C-Celebrate gibt es inzwischen im Kalk, finde ich gut. Kalken wir einfach mit dem Bandit-Set. Ja, doch, one-shottet uns easy. 2-5-2. Careful. AOE. Wo haben wir sie? Hier. Wunderbar. Mit dem Moonblast im Set. Moonblast, genau. Ja, ich bin mit zweimal Moonblast easy. Mit dem Shadow Ball. Okay, wenn ihr komplett, also wenn er wirklich will, dass er kein Two-Shot ist, kann er es verhindern. Aber ich glaube nicht, dass er, wenn er es mitnimmt, dann spielt das eigentlich für Lele. Das stimmt. Aber meint ihr wirklich, dass der, na, wobei so bloß KP-Investment, das kann der mitnehmen. Das kann er mitnehmen. Aber nach Walks sind wir halt, da Two-Shotten wir ihn halt trotzdem. Das ist halt die Sache. Nach Walks ist uns das egal, wir brauchen eigentlich Walks. Wir brauchen Walks. Tita oder, also Walks machen einfach einen viel zu verlässlichen Eindruck. Bandit Walks auf Tita? Fragezeichen. Anderes Item auf Tita? Fragezeichen. Oder Exit Drill mit Walks. Exit Drill mit Walks. Ist interessant. Wie viel macht uns denn Explode mit Focus Blast? Okay, wenn wir das defensiv spielen. Ich hatte 10 Runde schon ein defensiveres. Das? Nee, egal. Gegen X. Gegen Explode. Wallbreaker. Okay, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut für uns aus. Nee. Explode handeln wir damit nicht. Hafner wäre, glaube ich, auch nicht die beste Option. Exit Drill ist nicht der Burner in dem Match. Weder defensiv noch offensiv. Es hat in beiden Sachen, also sowohl defensiv als auch offensiv, Potenzial. Aber wenn, dann würde ich es wahrscheinlich scarfen. Und Scarf Rocks, da kann ich auch Bandit Rocks auf Tita packen, hab eh den Slot. Aber ich komme halt nicht in die Situation, dass ich mit Tita Rocks drücke. Also ich will halt Tita für das QM aufheben. Das will ich Pursuit chippen. Da drücke ich sowieso einen offensiven Move in den Mind Games. Also ich komme nicht in die Situation, dass ich mit Tita Rocks lege. Mit Exitual wiederum, was wäre denn? Exitual wiederum, kann ich was rausforcieren? Im Sand vor allem und dann meine Walks legen. Das Problem ist, er kann halt Mega Shocks in Explode rein switchen. Außer ich spiele SDCQ.
dann kann er Mega Sherox nicht reinschmeißen. Wie viel machen wir denn dagegen? Aber das bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass das killt. Gegen Skizzer Mega. Utility kalke ich jetzt mal auf plus 2 Attack. Ein Z-Erdbeben killt. Und das ist schon fast komplett bulky. Also, ne, hier noch was drauf und ja, das spielt er nicht. Dann würde es genau killen, wenn er 12-2 spielen würde. Könnte er es gerade so tanken. Kann natürlich sein, dass er den Kalk sich auch anschaut. Aber ich glaube, oh, wir sind auch noch gar nicht Adamant. Also mit Adamant killen wir safe. Okay, das behalte ich mir mal im Kopf, dass wir potenziell Adamant spielen können. Sandrush ist natürlich gesetzt. Exit will nicht Tyranitar. Ground UMC. Können wir sowieso irgendwas wegballern? Sandrush. EQ. Iron. Oh, alles klar, es fängt an zu laggen. Danke, Showdown. EQ Iron Head. Stealth Rocks. Und den letzten Slot lasse ich mir mal noch offen. Ah nein, SD wollten wir. SD. Ich plane nicht damit zu sweepen, aber es könnte ja. Es könnte ja klappen. Ich sehe Potenzial da drin. Dann sehe ich halt wirklich dieses QM noch so als Threat neben dem Explode. Also wir bräuchten theoretisch eine kranke, spezielle defensive AoE-Wall. Da gibt's Tita. Vielleicht machen wir unser Tita doch speziell defensiv komplett. Was hat er eigentlich gegen das Amphira-Set, was ich zur Hinrunde gespielt habe? Das ist eigentlich immer noch geil. Wobei, so geil. Ja, es hat was. Wie viel macht denn Amphira gegen... Hat Amphira Finsteraura? Amphira habe ich jetzt seit lange nicht mehr benutzt, aber das ist ja kein Argument. Amphira hat halt wirklich Potenzial hier. Dark. Nein, wir hätten... Ghost vielleicht was Praktisches. Ne, wir hätten also nicht so viel für Victini. Haha. Wenn das AV spielt, ist halt blöd, ne? Aber Amphira ist halt schnell. Sind wir schneller als Uhafnir damit? Nein, sind wir nicht. Ich erinnere mich an die Hinrunde. Ne, das war traurig. Ah, ich habe ein bisschen Bedenken mit SD Sherox und... Moment mal. Specs Rotom. Specs Rotom ist geil in dem Match. Specs Rotom ist richtig geil in dem Match. Holy shit. Holy shit, Specs Rotom. Ja, was hat er denn dagegen? Er hat Rokara. Das chippen wir weg, wenn es überhaupt mitnimmt. Das gibt uns unsere Momente in like Excadrill. Ex-Rotom. Wir nehmen mal lieber die offensiveren Varianten. Also Specs und Band statt AoE und Lefties. Damit wir einfach das Momentum. Ihr seht schon, ich nehme quasi maximale Durchschlagskraft, um gegen seine Durchschlagskraft gegenhalten zu können. QM hier. Ne, ihr wisst schon, Dings, da checke ich damit natürlich trotzdem Mega Sherox. Weil das kann uns immer noch nicht viel. Außer wir müssen den Overheat. World Switch muss rein. Ich denke, mit T-Bolt können wir locker dieses Melodic-Tuch hitten. Rotom Heat. Special Attacker Specs. Ja, das ist quasi das Set. Overheat Easy und gegen Melodic. Are you defensive? Wenn ihr wirklich 12-5-2 Spedef spielt. Ja, Easy Two-Hit. Easy to hit. Thunderbolt. Und dann könnte man cool sein und HP Fire spielen. Um nicht gegen... ihr wisst schon, was zu missen. Oder man spielt Trick. Aber ich sehe jetzt nicht so viel, was ich tricken möchte. Wobei es natürlich für Sachen wie Sableye cool ist.
Wobei dasselbe AI natürlich an sich trotzdem dann noch macht, was es soll, außer eben wallen, was es aber gegen mich sowieso nicht kann. Man könnte natürlich einfach Last Move Rest. Einfach um sich gegenseitig. Wir haben auch ein bisschen wenig, was dieses. Wir haben noch nichts, was. Holy shit. Wir haben nichts, was von selbst Cure Mouth bietet. Das ist. Das könnte uns zum Verhängnis werden. Wir müssen auf jeden Fall noch. Na. Photicon ist halt nicht. Ist halt nichts in dem Match. Nee. Photicon hat nie viel. Reißt nicht viel in dem Match. Wir brauchen noch was Schnelles für dieses Curum auf dem letzten Slot. Irgendwas Schnelles, was Curum hart hitten kann. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Starmie am ehesten. Müssen wir mal gucken, ob Starmie Coverage für Curum hat. Jetzt laggt es gerade wieder ein bisschen, aber. Ja, ja. Slash weak. Dami. Nein, das will ich gar nicht wissen. Slash Weak. Curum. Dragon Fairy Fighting Rock Steel. Schauen wir mal, was hat Stami da so für Cowage für? Stami. Gehen wir es mal einfach durch. Dragon. Nix. Dann Fairy. Nur Dazzling Gleam. Das sind 80. Fighting. Nix. Rock. Hat's doch Power Gem, oder? Ja, mit 80 auch. Und Steel hat's vielleicht keinen. Wir hätten dreimal Base Power 80. Was macht denn so ein Starmie? Lorb würde ich potenziell spielen. Da haben wir halt noch einen Spinner, was cool ist. Offensive. Gegen einen Curam. Black. Sub-Zero Slammer. Mit. Kriegen wir mal für Flash Cannon, ist ja egal. Ein Two-Shot. Ein Two-Shot ist zwar erstmal schön, aber. Wir verlieren dann das 1v1. Wir verlieren im 1 gegen 1 dagegen. Man könnte natürlich Lele lieber scarfen. Was eine Option wäre. Aber dann verlieren wir halt die Power für Sachen wie Melodic. Ich denke. Na, was wollen wir ein groß anderes gegen das Curum machen? Es ist ein Threat, aber es bleibt mir anderes übrig. Wir outspeeden es halt auch nicht mit unserem Tita, ne? Weshalb wir es nicht reliable trappen können. Auch weil wir es nicht killen. Alles klar, ich bekomme Nachrichten. Brauchen natürlich auch noch was, was wir in Capoeira reinschmeißen können. Haben wir das denn mit dem Bild? Da haben wir Starmie. Das geht klar. Starmie kann man in Capoeira reinschmeißen. Das geht. Explode. Haben wir keine Switches? Oh, ich glaube, Aerie Tita ist besser. Ich glaube, Aerie ist besser. Ja, ich glaube, Aerie ist besser. Kann uns denn dann Curium mit was anderem als Dragon Claw Two-Shotten. Wir spielen Full HP. Wie viel macht uns eine. Ein Freeze Shock ist natürlich zwei Turns. Wie viel macht uns eine Dragon Claw, wenn wir einfach nur Full HP spielen? Angenommen, er ist nicht Lorb. Nicht Lorb kann uns nicht Two-Shotten, wenn wir Full HP spielen. Lorb schon. Aber mit Life Orb chippt er sich natürlich für unser Starmie, was man nicht vergessen darf. Dann haben wir noch Sand, was mit reinwirkt. Und wie viel Death Investment bräuchten wir? Rein hypothetisch. So viel. Und wenn wir jetzt eine Assault Rest haben. Hallo? Eine Assault Rest. Gehen wir es einfach mal hier. Hier haben wir es. Nur Assault Rest. Und die restlichen 20. Ne, 10. Nein, 100. Wartet, Leute. 110. 116. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. 116. Nein, 120 müssten es ja sein.
die restlichen 120 EVs in die Spezialverteidigung packen. Gegen ein 2-5-2 Special Tech Curium. Macht das uns nix. Brauchen wir noch nicht mal in der Spezialverteidigung. Können wir so spielen. Und der Rest ist ein Angriff. Und dann brauchen wir auch keine AOE. Das ist eigentlich schön. Können wir sogar trotzdem banden. Ja, das können wir trotzdem banden. Als ob Stone Age nicht killt. Naja. Das können wir dann auch nicht ändern. An Life Orb und Sand und so drops ja dann sowieso. Mit dem Set kannst du es erstmal nur mit Outrage two-shotten. Wir haben Lele. Wir haben ja Lele. Das bedeutet, Outrage kann er nicht drücken, ohne sein Tita mit abzuwerfen. Sein Trill. Sein Curium. Das finde ich gut. Also, wie viel brauchten wir jetzt? Wir brauchten Full HP. Und wir brauchten. Wie viel Death? 136. Wir können Bandit bleiben. Mehr brauchen wir nicht. Speed Creeperei. Auf jeden Fall Explode. Auf jeden Fall Explode. Und Sherox können wir uns dann noch anschauen. Melotic. Schauen wir mal. Schauen wir jetzt gleich mal. Tita ist ganz wichtig. Das schauen wir uns direkt mal an. Oder hat man kurz was gesehen, was man noch nicht sehen soll? Das muss ich gleich. Das muss ich dann im Schnitt ausblenden. Nein, nicht Renita. Explode. Er könnte es wohl Speed spielen. Kann ich mir vorstellen. Oder er spielt es halt Bulky. Ich denke, er spielt sowieso ein bisschen Speed. Wir brauchen 180 Speed. Dann Melodic. Brauchen wir. Die 200 sind schon eine schöne Marke, du. Ist Curium eine Option? Ist Curium eine Option? Curium Black. 230. Da reichen, glaube ich, die EVs nicht für. Auf wie viel kommen wir denn maximal? 188. Okay, dann jetzt schauen wir uns noch Sherox an. Ich glaube, die Speed Base ist nicht im Kopf. Aber leider sind wir dann 75. 186. Ja, dann spielen wir. Da packen wir den Rest in die Initiative. Ich würde ganz gerne nochmal kalken, ob wir Attack Investment brauchen. Sonst würde ich so spielen und Element. So und Element. Halten wir mal mit 0 Attack Adamant. 0 Attack Investment Adamant. Hä? Ah ja, das wäre der Pursuit Damage, aber trotzdem. Das ist wenig. Das ist sau wenig. Und das ist für naiv. Also naiv ist ja minus Spezialverteidigung. Aber Alter, ist das wenig. Warum ist Curium so ein Monster? Man muss sich auch mal die Beste sagen. Das ist zu wenig Damage. Und wenn ich die 120 habe, das macht schon einen Unterschied. Den 120 ist das Chip 40%. Rocks sind wir bei 65. Zweimal Life Orb 85. Zweimal Sand. Dreimal Sand dauert es dann noch. Oder einmal mehr Life Orb. Ah, das ist schon ein wichtiger Schaden auf jeden Fall. Dann kann ich nur auf Explode Speed creepen. Dann kann ich mir das Speed für Sherox nicht leisten. Ich muss es ja eh predikten, um Fire Punch zu drücken. Und mich greift es ja wahrscheinlich sowieso mit Bullet Punch an. Also, ja, ich hätte gerne den Speed Creep. Nicht, dass wir am Ende in dem Matchup stehen, aber so viel ist es mir, glaube ich, nicht wert. Bullet Punch, Bullet Punch macht halt auch einfach zu viel. Fire Punch killt, nehme ich an. Also uns einmal kaltsam, ja. What? Okay. Dann ist das Speed Creep sowieso nicht so wichtig, weil das Matchup nicht sehr gut für uns aussieht. Na gut, es kann halt dann besser gegen uns U-Turn drücken. Schwierig. Äußerst schwierig. Wie
lassen Firepunch trotzdem im Set und spielen trotzdem denselben Split. Bis auf das wir. Was hat der Explaud? Explaud will ich nämlich schon drauf Speed creepen. Was brauchten wir hier? 180 quasi. Ja, 100, mit 180 fühle ich mich sicher. Och du Scheiße. Ach, wir brauchen das. Wir können uns kein anderes Bild leisten. Ich hätte gern wenige, also ich hätte gern mehr Attack, aber ich will auf jeden Fall dieses Explode outspeeden, das ist zu wichtig. Ich glaube, ich spiele sogar Superpower, um dieses Explode auch zu one-shotten. Weil wir haben nichts, um Explode zu hitten. Oder ja, sein Tita switchen ist Capoeira. Den machen wir eh nix. Den machen wir mit Stone Edge noch am solidesten Schaden. Da lohnt sich auch nicht, irgendwas ins Set zu packen. Dem machen wir nix. Ja, dann Superpower für Explode. Ja, ist eigentlich ab. Oder EQ für Flunschlick. EQ für Flunschlick. Flunschlick hat der, glaube ich, ganz gern mal mit dabei, oder? Flunschlick spielt 6-mal, das ist nicht wenig. Kravums, ich meine, ja, es ist auch Matchup abhängig, aber da schauen. Okay, kriegen wir keine Information raus. Das ist schwierig. Ich würde aber sagen, wir kalken mal, wie viel wir eben mit Stone Edge machen. Wir dürfen halt nicht vergessen, Stone Edge kann missen. Da habe ich schon wieder wie bei Exit Drill das C noch mitgetippt. Stone Edge. Ja, und das ist noch für mehr Attack. Wir haben like 30 gehabt, ne? Wie viel hatten wir genau? 32. Ja, hatte ich doch gut im Kopf mit den 30. 32. Und Superpower killt, nehme ich an. Superpower killt. Ja, ja komm, dann nehmen wir den One-Hit, den potenziellen. Das ist. Explode ist so ein Threat. Nur ein Pokémon weniger, was wir dagegen raus switchen müssten in dem Matchup. Heracross, wie spielen wir Heracross? Er wird auf jeden Fall ein bisschen Speed Creep auf seinem Skizzo spielen und das Matchup, das hat schon Relevanz. Da will ich. Komm, dann. Vielleicht rechnet er damit, dass er auf Milotic Speed Creep mit Speed Creep da drauf. Vielleicht plant er Puffer ein. Machen wir so. Ich spiele mal 60 Speed. Er spielt keine 60 Speed auf Xerox, dafür ist Xerox so wichtig. Mehr als 8 auf Milotic packt er, glaube ich, auch nicht drauf. So paranoid ist er nicht. Auf welches Speed kommt ein Capoeira? Auf welchen wobei ich würde ganz gerne Full Speed Explode outspeeden. Stimmt, das ist wichtiger. Bitte sage, ich brauche keinen Jolly dafür, aber es, ja doch, ich werde dafür Jolly brauchen. 258. Weil er wahrscheinlich, wenn er Modest. Speedy. Okay, dann. Das Speed gibt mir, glaube ich, eher auf Modest Speedy. Weil er hat nichts davon, wenn er. Weil er könnte natürlich. Tita unbedingt outspeeden wollen. Das kann sein. Er outspeedet damit halt, glaube ich, auch Rotom. Wenn wir uns. So, ja, würde er. Das kann er spielen. Das ist leider zu realistisch, dass er Full Speed Explode spielt. So, 160 brauchen wir. So schade es auch ist. Element ist nicht drin in dem Match. Also. So viel brauchen wir dann. Full Attack, Rest in die KP. Da können wir uns zumindest auch sicher sein, dass wir schneller sind als dieses Xerox. Minus 1 Victini würde ich ganz gern noch. 328 durch 1,5. Ich nehme den Google-Rechner. 328 durch 1,5. 218. Wie viel haben wir aktuell? 59, okay. Ja, Speeden minus 1 Victini. Ja.
Dann ist das unser Split. Letzter. Ne, Moveset ist voll. Warum auch immer hier kein SD drin ist. Wir brauchen auf jeden Fall SD. Brauchen wir unbedingt SD? Ne, das war Exit, wo wir unbedingt SD haben wollten. Wir haben jetzt ein Bullet Seed. Aber Hafni ist halt auch ein Two-Shot, ne? Agility oder so können wir nicht lernen. Nee, das wüsste ich. Das wüsste ich. Schauen wir nochmal die weniger typischen Moves an. Man könnte natürlich Arm Thrust spielen, um keine Drops zu bekommen. Das könnte relevant sein. Das könnte auf jeden Fall relevant werden. Ansonsten. Reversal könnte eine Viability bekommen. Glaube ich aber nicht, werde ich nicht spielen. Man könnte wieder eine Prio einpacken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gegen dieses Kyurem Black eine Prio brauchen mit Feld. Wobei wir auch einfach Starmie live halten können. Sub könnte was haben. Zeig mal her, Sub. Wogegen subben wir denn? Wir subben gegen nix. Höchstens gegen Milotic und eigentlich Capoeira noch. Gegen Capoeira wird wahrscheinlich Aerial Ace einpacken. Weil dann kann er Capoeira auch potenziell in Mega Scarabon rein switchen. Weil wir auch nicht Elements sind. Aircross. Nein. Die Megaform bitte. Die Power brauche ich dann schon. Gegen Capoeira. Englisch. Ich komme gerade nicht drauf. Fidget Spinner. Genauso wird es heißen. Nein. Hitmon. Chan. Hitmon Lee. Hitmon Top. Einer von den dreien. Ich glaube, Hitmon Top müsste es sein. Ja, Hitmon Top. Hitmon. Rabbit Spin. Ja, ja, das ist es. Mit physisch defensiv mal bitte. Das können wir nämlich gar nicht safe rausnehmen. Nein, nicht Minus. Ich habe einfach nicht irgendwas gedrückt. Oh. Achso, nein, ich bin Minus 1. Doch, nein, ich werde trotzdem. Ach, finally habe ich es hinbekommen, ein neutrales Angriffswesen auszuwählen. Plus Kernbett reicht nicht ganz zum Two-Hit. Aber wenn er keine Aerial Ace, wie viel macht du es denn mit Aerial Ace, wenn wir keine Drops haben? Aerial Ace. Ein Two-Hit, okay, das ist blöd. Das Minus 1 killt uns bestimmt, oder? Nein, auch nicht. Okay, krass. Krass, Garapon. Was Stärkeres als Close Combat kriegen wir halt auch nicht. So, nee, das kriegen wir nicht. Close Combat ist so strong, cool. Was Stärkeres kriegen wir nicht, glaube ich nicht dran. Also. Bulk Up könnte cool sein. Vor allem, wenn er Victini nicht mitnimmt. Na, wobei. Na, Explode outspeeden wir ja. Capoeira macht. Er hat relativ viele Toxics und Willows und so rum. Ja, rumoxidieren. Ja, Fist F Capoeira ist blöd. Könnte halt wirklich Armsturz spielen, damit wir die Drops nicht bekommen. Oder Feint ist, glaube ich, am besten. Feint ist, glaube ich, mal wieder am besten. Einfach, weil ich sehe potenziell ein Victini, was Drops bekommen könnte und nervig wird. Weil es nach Drops natürlich nicht mehr schneller als wir ist. Vielleicht spielt er Trick Room Sweeper oder so, dass er, like, Rokara, Expert. Ach stimmt, er könnte Trick Room spielen. Wir müssen uns auf Trick Room einstellen. Trick Room könnte nämlich ein Problem sein. Ich brauche irgendwas, was safe langsamer ist als Explode. Tita. Kommt, Leute, dann. Ja, das ist, glaube ich, besser. Dann nehmen wir Tita lieber als Trick Room Absicherung. Da haben wir mehr Attack. Und Outspeed halt mit dem Rest Explode. Ja, komm, machen wir so. Das ist klüger, auch wenn natürlich das Matchup an sich dann für uns blöd wird. Warte, wir müssen die DVs noch auf 0 setzen.
Null. Wait, what? Warum sind meine KP Force runter? Meine Defi Force auch. What the fuck? Jetzt stimmt's wieder, aber was war hier los? Wo kommen diese. Was? Ja, hä? What the fuck? Falls ihr wisst, was hier los ist, schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Und gerade KP-Anzahl nicht vergessen an dieser Stelle. Falls ihr wisst, was da los ist, schreibt es in die Kommentare. Hier auch auf einmal 52 Tech-EVs raus. Das ist super komisch. Okay, also Faint ist da praktisch. Faint ist ja auf jeden Fall. What the fuck? Und es laggt auch gerade. Ich verstehe das nicht. Ich schaue am Ende nochmal drüber. Lele, Specs, Lele. 252 Special Attack, geht nichts dran vorbei, brauchen wir. Und 252 Speed, wir haben da. Jetzt spinnt's gerade mega. Notfalls setze ich einen kleinen Cut, wenn es nicht gleich wieder besser wird. Aber noch geht's. 252, 3, 353, genau. 252, 4 in die spezielle Defensive, weil wir da besser sind und für sich eh nichts tanken. Außer er spielt mein Victini Split mit 8 Attack of House sind, glaube ich, und komplett speziell defensiv, weil so viel braucht man, um Lele zu one-shotten. Das habe ich mal gespielt, um es zu checken. Dann haben wir Excadrill. Excadrill, Worauf legen wir Excadrill aus? Auf jeden Fall Full Attack. Full Attack und was sollen wir outspeeden? Melotic. Full Attack und Melotic outspeeden. Ich glaube, wir outspeeden Melotic auch Element, weil Non-Speedy Melotic. Oder nein, Speedy Explode outspeeden. Wir nehmen dieselben Speed Creep wie auch auf unserem Heracross 259. Bitte sage, ich schaff das, ja, schön. Dann können wir nämlich Element spielen. Oh, Hashtag. Punkt. Ich bin zu dumm. Ich bin sonst übrigens nicht so schlecht in diesen Sachen. Wetten, der Split bei Tita stimmt wieder nicht. Okay, die stimmen noch. Yay! Ist das einfach unser Split oder ist das gerade so einfach unser Split? Ja, warum nicht? Ja, dann macht's das, was es machen soll. So einfach. Dann Rotom. Darf ich dann mal bitte zu Rotom kommen? Danke sehr. Ich setze ja mal einen kleinen Cut. Okay, ich hoffe, es hat sich wieder etwas beruhigt. Wir brauchen einen vierten Move auf unserem Rotom. Wir haben momentan unsere Stats. Was hat der potenziell an Switch-Ins dafür? Am ehesten Victini, würde ich fast behaupten. Wenn er Avery Victini spielt, das ist sein ehester Specs Rotom Switch-In. Da können wir einfach einen Specs Shadow Ball draufkloppen. Oder wir packen einfach einen Pain Split drauf. Oder, wobei Victini macht uns eh nichts in Return. Wozu brauchen wir das? Oder irgendwas, womit wir Curum härter treffen. Bei Curum. Curum outspeedet uns und Curum killt uns. Bringt uns also nichts. Dann Pain Split eigentlich. Eigentlich Pain Split. Oder wirklich der HP Fire? Was denke ich, was drücke ich eher? Also, ich habe meine Elektro-Moves, die ich auf jeden Fall drücke. Beide. Ich habe Overheat, was ich viel drücke, weil sein Team relativ weak dagegen ist. Vor allem, weil er Melotic nicht reinwechseln kann. Weil World Switch obvious ist an vielen Stellen und es super viel Schaden macht, gerade für Specs Rotom. Oder ich trick mein Specs weg. Problem ist, er hat Explode, er hat eventuell spezielles Victini, er hat Curum. Den ist das egal, er hat auch einen Neuwand, dem das egal ist. Ich glaube, ich drücke wirklich am ehesten Specs Pain Split. Weil ich mich dann ein bisschen hochheilen kann. Und das ist nicht schlecht. Wegen diesem Sherlock vor allem. Und auch wegen Victini. Ja, Pain Split. Specs Pain Split ist der
ist ein Troll-Move, nenne ich es jetzt mal. Ich meine, falls ihr meint, okay, ich könnte irgendwas Besseres spielen, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich will auf jeden Fall auch hier die Zerstörung haben. Ja, eigentlich sogar auch hier auf Explode Speed creepen. Also wieder 259. Das müsste hier irgendwann kommen. So. Rest in die KP. Ich habe jetzt überall den gleichen Speed Creeper, aber das ist einfach auch der, den ich brauche mit dem Team. Ja. Ja. Und dann haben wir Starmie als Speed Control. Ja, Neuvern outspeedet alles. Aber Neuvern ist handelbar für uns. Wir haben viel, was Neuvern recht gut handelt. Kein Hardcounter, aber wir haben viel, was ihn gut handelt. Dann Starmie zu guter Letzt. Lorb auf jeden Fall. Auf jeden Fall den Lorb. Auf jeden Fall Analytik, weil wir es offensiv spielen wollen. Ich bin fast dafür, dass sie sagen Psychic, Move für Curum, Move für Melodic. Und was will ich noch hitten? Curum will ich auf jeden Fall treffen. Surf auf jeden Fall noch. Dual Stab. Ja, Dual Stab, Coverage für Curum und Coverage für Melodic ist, glaube ich, am besten. Psychic ist halt ganz geil, auch wenn ich damit nicht so viel gut treffe, wegen dem Psychic Terrain. Wobei es halt echt nicht so gut ist. Doch, doch, es ist im Psychic Terrain schon nicht schlecht. Also, Psychic. Wir haben jetzt die Wahl zwischen Flash Cannon, Power Jam und Dazzling Gleam. Schauen wir mal. Flash Cannon. Hitten wir nur Curum, nichts anderes effektiv. Außer Rokara, da haben wir aber den Surf. Flash Cannon abfangen kann er ganz gut mit seinem Sherox. Power Jam. Power Jam ist für ihn schon schwerer abzufangen. Vor allem, wenn man Starmie bedenkt, da kann er sowas wie Capoeira nicht reinschmeißen. Gestein resistiert doch Kampf, oder? Umgekehrt. Kampf resistiert doch Gestein, oder? Ich gehe jetzt einfach mal von aus. Selbst wenn nicht, ist es ja eigentlich noch besser für uns. Und Dazzling Gleam ist eigentlich am besten wegen Zubiris und so, okay. Ja. Und ja, Dazzling Gleam ist eigentlich am besten. Dazzling Gleam. Dann wird so eine ähnliche Coverage wie Lele, aber das ist ja nicht schlecht zum Durchschippen. Dazzling Gleam. Okay, es laggt gerade wirklich enorm. Aber wir sind ja auch gleich fertig. Ich schaue dann nach dem Video nochmal drüber. Aber also ich denke schon, dass ich vielleicht noch ein, zwei Sachen finde. Dann T-Bolt oder Energy Ball. Energy Ball bringt uns eigentlich nichts. Mehr haben wir auch nicht an Optionen. Also ich spiele mit den T-Bolt, da treffen wir zumindest noch das neue Wert. Nochmal etwas effektiver. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber ich finde auch Paare etwas mehr wert als ich spiele Death Trap, also ich spiele mit dem Thunderbolt. Machen wir so. Und dann Fast. Ja, drücken wir erstmal drauf und dann schauen wir, wie viel Speed wir rausnehmen müssen. Hallo, ich habe hier drauf geklickt. Neuwurm schaffen wir wahrscheinlich nicht. Neuwurm. Nein. Dann Rotherweight. 90. 90. Hat er noch was über 90 Base? Ja klar, Victini mit 100. Logisch, bin ich dumm, klar. Also wir brauchen 330, weil 329 nicht gehen würde. Wegen Mathematik und Wesen und so. Also 30. Aber ich hoffe, ich denke daran, jedes Mal dieses andere Team dort auszublenden. Also wir brauchen 330 Speed. Warte, erstmal geht das ohne Wesen. Really? Oh Moment, 329 geht ja auch. Stimmt, 329 geht ja gerade so auch. Also wir outspeeden damit Victini. Gut, gut. Ich habe das Gefühl, der Kampf wird sehr schwer, weil wir definitiv seine Threats nicht entschärft bekommen. Definitiv nicht. Aber ich sehe Potenzial. Ich werde nochmal drüber schauen, ich werde nochmal Nicknames vergeben, aber so in etwa wird auf jeden Fall das Team, was ich gegen ihn verwende, aussehen. Und ja,
Anregungen und ähnliches in die Kommentare. Ich schaue nochmal kurz über die Fähigkeiten drüber. Primega hätte ich ganz gerne. Moxie. Wobei wegen Scald Burns und so vielleicht doch. Ja, nein, Moxie ist besser. Hier haben wir Sandstream, hier haben wir Psychic Search, Sandrush. Hat nur eine. Und hier haben wir natürlich. Gut. Also, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, wie das Teambuilding war. Es war für mich sehr anspruchsvoll, gleichzeitig das Teambuilding zu kommentieren und es trotzdem gut zu machen. Schreibt mir potenzielle Fehler auf, die euch aufgefallen sind. Da können wir beide daran auf jeden Fall besser werden. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Wertung. Abonnieren, um nichts zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.